Der ehemalige niederländische Fußballnationalspieler Marco van Basten hat im holländischen Fernsehen für einen Eklat gesorgt und sich später dafür entschuldigt. Vor dem Erstligaspiel Ajax Amsterdam gegen Heracles Almelo am 23. November wurde Almelos deutscher Trainer Frank Wormuth interviewt. Nach dem Ende des Gesprächs, von dem unter anderem das Algemeen Dagblad ein entsprechendes Video veröffentlichte, hört man den TV-Experten van Basten die Worte "Sieg Heil" sagen. Wenig später entschuldigten sich der Sender Fox Sports und der frühere Weltklasse-Stürmer für das Nazi-Vokabular. Es sei nicht seine Absicht gewesen, die Menschen zu schockieren, sagte van Basten. Er habe sich über das Deutsch des Reporters lustig machen wollen. Der Scherz sei deplatziert gewesen.